Seid willkommen zurück bei Zocken wir Final Fantasy X. Ich habe euch das letzte Mal Explosion versprochen und ich werde jetzt erstmal schauen, ob hier tatsächlich welche kommen. Weiter! Ja, yeah, Explosion! Woo! Haha! Haha, ja! Haha, ja! Ja, das Schiff hat jetzt noch die Schlagseite. Die, wie heißt die? Die Licky. Licky, Licky, yeah, bam, Licky, bam. Das schreit geradezu nach, einem Kraken! Jetzt wird ein Kraken kommen, da bin ich mir sehr sicher. Denn, es ist mal wieder Zeit für einen Kraken. Yuna! Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist Yuna sehr behändelt, kann selbst auf sich aufpassen. Und Kimari stellt sich jetzt dahin, als wäre er der große Retter. Dieser dämliche Fellballmann. Fellballmann! Zen! Wow. Oh mein Gott! It's awesome! It's a whale! Do you like whales? Sure! Ja, es ist ein Wal! Sin ist ein Wal! Wie cool! Und wir versuchen ihn jetzt mit der Harpune zu beschießen. Beziehungsweise die beiden Leute wollen ihn mit der Harpune beschießen, weil Sin sonst direkt auf Killika zuhält und alles vernichtet. Und Wacka, der findet die Idee nicht so geil und die fragen jetzt, ob sie das dürfen. Und Yuna nickt und ja, jetzt wird geschossen. Ja, Wacka hat Angst, dass Sin das Schiff in die Tiefe mitreißt. Aber wir können nicht zulassen, dass Killika vernichtet wird. Und deshalb werden wir die Gefahr auf uns nehmen. Ja, und einer hat getroffen. Sehr schön. Geil. Geile Sequenz. Ich liebe Wale. Wale. Ja, wer hätte gedacht, dass es ein Wale ist? Hätte das jemand gedacht? Nein? Ich auch nicht. Ja, und die Gegner kennen wir. Das waren die ersten Gegner, die im Spiel besiegen durften. Das sind Schuppen. Ja, und da wir mittlerweile relativ stark sind, sollte das kein großes Problem sein. Ich habe übrigens die Ekstase von sämtlichen Charakteren außer Kimari aufgefüllt. Kimari spiele ich nämlich gerade das erste Mal. Und ja, wir werden mal schauen. Wir haben jetzt die drei guten Sin-Schuppen, Restviecher. Oh, und hier hinten haben wir noch Sin direkt. Der hat 2000 AP. Da oben steht angreifbar mit Zauber und Wackers Waffen. Alles klar. Ach, ich hau einfach mal rauf. Bam! 290 Schaden, das haut auch nicht rein. Ja, und Yuna wird erstmal Schwarzmagie verwenden und wird den Guten mit Blitzen behaken. Falls ihr euch jetzt fragt, warum Yuna Schwarzmagie hat, das ist alles im Zuge meines umfassenden Trainings in Versailles passiert und es werden noch ein paar andere Sachen auftauchen. Ihr dürft gespannt sein. Ja, ich werde mit Kimari einfach mal angreifen. Er schafft den Gegner nicht, weil er ein Versager ist und Sin haut ab. Ja, ich kann jetzt schon am Anfang sagen, dass ich Kimari nicht besonders gerne mag. Mal abgesehen davon, dass er einen schlechten Einstand hier hatte. Er hat nämlich versucht, den guten Titus kaputt zu schlagen. Ah, oh, jetzt muss ich auch noch seinen Gegner vernichten. Ja, ist auch egal. Bam! Den schaffst du, sehr gut. Mal abgesehen davon ist er auch einfach total unsympathisch, finde ich. Zumindest jetzt noch. So, wir nehmen erstmal die gute Ludo rein. Und werden jetzt erstmal einen Blitz auf Sin donnern. Cut out! Bam! 380 Schaden, sehr, sehr gut eigentlich. Ja, und dann werden wir noch Wacka angreifen lassen. Kurze Erklärung noch, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. In einem Kampf bekommt jeder Charakter Erfahrung, der eine Aktion durchgeführt hat. Das heißt, da jetzt jeder bis auf Wacka schon hier einmal angegriffen hat, beziehungsweise gezaubert hat, werde ich natürlich auch noch den guten Wacka hier losschicken und werde ihn hier erstmal attackieren. Der macht auch ganz guten Schaden.
Ja, die Waffe, die er da hat, ist übrigens, das Ding heißt, wie heißt das? Ne, das ist, ich glaube, das Ding heißt Eiskugel oder so ein Kack, oder Eisball, ist auch völlig egal. Wir greifen einfach immer weiter Sin an, bis er die Segel streicht. Kleiner Wortwitz, und dann machen wir das Gute ja auch. Ach, wisst ihr was? Ich werde jetzt einfach mal Lulus Ekstase, nein, vergesst, was ich gesagt habe, ich greife immer weiter an. Immer rum. Ja, wie gesagt, alle bekommen AP, die angegriffen haben. Und des Weiteren will ich noch was versuchen mit diesem Kampf. Ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob das funktioniert. Aber ich hoffe ja. Ich weiß es jetzt echt nicht genau. Wir werden nochmal zaubern auf ihn. Dann werden wir hier diesen kleinen Kackvogel kaputt schlagen. Sehr gut. Alles klar. Ach, die Musik ist sehr geil. Das nimmt kein Ende. Die Schwanzflosse. Wir müssen Sins Schwanzflosse angreifen. Ja, die Gegner werden immer wieder nachkommen. Und jetzt wird gerade erklärt, gerade das erklärt, was ich eben ohnehin die ganze Zeit gemacht habe. Ich hau einfach nochmal hier die ganzen Kollegen weg. Nee, ich werde Spezial einsetzen, und zwar Bodyguard. Falls ihr euch fragt, warum ich diese Technik hier schon besitze, selbe Geschichte wie vorhin. Erkläre ich noch. Wir fangen an zu leuchten. So, mit Bodyguard ist es nämlich so, dass er sämtliche Angriffe von Gegnern abwehrt in einer Runde. Das ist eine ganz feine Sache. Jetzt werde ich allerdings was machen. Und zwar würde ich gerne Sin vernichtend schlagen. Um einen Gegner vernichtend zu schlagen, muss man unvorstellbar viel Schaden an dem Vieh machen. Der Schadenswert ist bei jedem Gegner anders. Bei Sin weiß es jetzt nicht hundertprozentig. Die einzige relativ sichere Möglichkeit, das zu schaffen, ist der Einsatz von The Enemy. Und falls ich es noch nicht gemacht habe, nee, ich habe es noch nicht gemacht, sehr geil. Ihr werdet jetzt den Solarestrahl sehen. Seine zweite Ekstase. Und die wird sehr viel Schaden machen. Wenn ich einen Gegner vernichtend schlage, bekomme ich fast anderthalb mal so viel AP übrigens. Nur so kleiner Tipp, und man bekommt auch doppelt so viele Gegenstände. Also Spheroiden und so weiter. Und viel Spaß damit. Bam! Vernichten! 2893 Schaden. Sehr geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, das zu machen. Ganz einfach, damit ihr das seht schon. So, der Kampf ist erstmal hier beendet, wie es scheint. Aber Sin ist wirklich riesengroß. Also wenn man mal so vergleicht, wir sind hier auf einem großen Schiff. Und weiß ich nicht, das Ding ist riesig, wirklich riesig groß, dieser komische Walmann. Der Walmann, Sin der Walmann. Ja, der Kampf ist vorüber, wir haben jetzt noch knappe 5 Minuten. Das ist gut, dass wir die haben. Ja, eine dieser Ballisten ist abgerissen. Und zwar die, an dessen Spitze Sin hing. Der hat sie nämlich mit in die Tiefe gerissen. Und Titus ist weg. Und Wacker taucht jetzt ab, um Titus zu suchen. Weil wir dürfen den hier nicht schon wieder verlieren. Titus neigt dazu, irgendwie halb zu ertrinken. Und er wird angegriffen von diesen Schuppen. Und zwar richtig derbe. Der wird richtig zerfetzt. Mit Blut und Eingeweide. Sind überall. Und er schmeißt seinen Ball. Überall. Und er schmeißt seinen Ball. Und die Viecher hauen ab. Der hat einen Knall. Ja. Titus sieht nicht mehr gut aus. Er ist tot. Ich muss alle jetzt enttäuschen. Er wird nie wieder aufstehen, außer jetzt gerade. Warum auch? Ja. Ihm geht's gut. Freut mich. Feine Sache.
Sonst hätten wir unseren besten Kämpfer verloren. Und das sind Delfine, wir müssen sie töten. Naja, vielleicht. Ein Kraken! Schon wieder Kraken! Das ist ja viele Kraken! Ja, wir werden dieses Spiel jetzt ab jetzt Kraken-Fantasy 10 nennen, weil alle 10 Minuten Kraken kommen. Das ist jetzt hier im Bosskampf. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, um diesen Kampf zu schaffen. Schon wieder ein Kraken. Das ist doch total bescheuert. Gut. Wir machen das so. Ich beende die Folge hier und in der nächsten Folge sehen wir diesen geilen Kampf hier. Der wird sehr cool, da könnt ihr mir glauben. Und wenn ihr mir nicht glaubt, dann seid ihr vorsichtig. Das gefällt mir. Ja, schönen Tag wünsche ich noch. Adios!